Hallo, herzlich willkommen bei Pipi und Flick und Polierpott. So, liebe Leute, ich habe hier zwei Böcke stehen, die kennt ihr. Ja, sind typisch für Zoft 99. Ja, einen Pott kennt ihr ja schon ganz gut. Hier, das ist das Waterblock Gloss. Das ist der feine Unterschied zu dem hier. Waterblock Gloss. Ja, das hat 3 Monate Standzeit. Ich habe hier die Dark Metallic Version. Also es gibt auch wieder, wie ich euch das in den Videos damals gesagt habe, auch wieder für verschiedene Farbtypen, ja, das richtige Wachs. Ja, ein Abonnent, der hatte da angefragt hier, kannst du mal die beiden testen? Ich sage, Waterblock habe ich da, da kennen wir auch schon die Videos. Aber er sagte mir, es gibt noch ein anderes. Und das ist halt das Super Splash, das wusste ich damals auch nicht, dass es da noch, dass dieses Super Splash auch das Waterblock ist. Und dann habe ich so ein bisschen leicht erfahren, ich glaube, hier diese Version ist halt so im deutschen Markt vertreten. Also ich denke mir mal, dass hier einige Anteile an ja, Gefahrenstoffen drin sind, Inhaltsstoffen, die in Deutschland vielleicht nicht zulässig sind. Ja, und hier zu dem Glanz ist halt der Kanauba-Anteil, der da noch mit drin ist. Ja, das sind 200 Milligramm. Ja, bekommt ihr auch schon für ab 20 Euro, 3, 4, 25 Euro, sag ich mal. Müsst ihr mal schauen. Und hier, wie gesagt, das Super Splash haben wir hier. Da sind 300 Milligramm drin, also 100 Gramm mehr drin. Ist vom Preis quasi auch gleich, würde ich jetzt mal. Vielleicht 2 Euro Unterschied findet ihr da. Aber ich habe es im Ausland gekauft. Auktionsplattform findet ihr das auch, nur ich wollte sicher sein, dass ich auch wirklich diese Dose bekomme, weil ich sonst nachher 2 von denen habe. Also, lieber Abonnent, ich kann das jetzt mal testen, ich habe es jetzt besorgt für dich und wir wollen das mal gegeneinander mal ja, gucken, was da anders ist. Das hier habe ich im Internet gesehen, ihr müsst mal Soft 99 Europa gucken. Voll synthetisch, also da ist kein Kanauba-Anteil mit drin, deswegen ist hier Gloss, ne, Kanauba. Und das sind 4 Monate Standzeit, deswegen, weil es voll synthetisch ist. Und hier 3 Monate, das ist der Kanauba-Anteil. Ja gut, Kanauba wissen wir ja, dass das nicht so lange hält. Ja, wie gesagt, alles gleich soweit, würde ich mal sagen. So, ich komme mal näher ran. Schaut mal hier, die Super Splash Dose. Ja, die sehen zwar gleich groß aus, die Dosen, aber die haben das ja ganz gut gelöst. Die haben den Pott größer und den Deckel schmaler. Und hier haben sie den Pott so und den Deckel größer. Ja, so haben sie das so ein bisschen versteckt, die Menge. Ne? Also, aber so. Und wird auch die Dose, wenn ihr mal reinschaut im Internet auf verschiedenen Shops, wird das auch oder beim Auktionshaus als 200 Milligramm, als 200 Gramm ausgezeichnet quasi beschrieben. Aber es sind 300 und hier sind nur 200. Ja, hier haben wir die 3 Monate Standzeit. Also, ihr wisst das ja, ihr habt es ja schon gesehen in meinen Videos. Da hat es 3 Monate und hier habe ich es entdeckt. Ich habe im Internet recherchiert, wie lange Standzeit, und jetzt sehe ich das per Zufall hier. Das war hier die 4. Das ist, steht für 4 Monate. Ja, und dann, ja, wie gesagt, Inhaltsstoffe, das Zeug, das stinkt wie das Fusocode, das alte. Und Xylol ist da natürlich mit drin. Bei Soft 99 Europa könnt ihr zudem hier ein Datenblatt runterladen. Und da steht es nochmal drin. Hier ist kein Datenblatt dabei gewesen. Also, ich denke mir mal, es sind noch die gleichen Inhaltsstoffe drin. Halt hier noch ein bisschen mehr Kanauba. Und hier, ja. Ich glaube, das war. Ja, stinken tut's. Die Farbe, wer sich noch erinnern kann, machen wir ja gleich im Test nochmal. Da zeige ich euch das. Das ist leicht türkis, grün-türkis. Und das ist halt gelblich. Und wenn ihr jetzt noch Bock drauf habt auf das Video, dann bleibt dran. Bis dann. Wir sind wieder zurück, ja, gut, wir machen jetzt das Video, wir gucken mal, ob wir unseren Abonnenten glücklich machen können. Ich weiß nicht, ob da jetzt groß Unterschied sein wird, keine Ahnung. Also wie gesagt, es sind sehr synthetische Sachen,
Also das ist voll synthetisch. Da sind, also hier sind Silikone, Polymere, Anteile drin und hier denke ich auch mal Silikone, Polymere und ein Schuss Kanauba. Ja, das werden wir jetzt hier mal testen. Wir gucken mal die Unterschiede. Ich weiß nicht vom Glanz her, ob wir das hier wirklich raussehen können hier. Wenn wir hier auf dieser schon polierten Haube das sehen, weiß ich nicht. Machen wir, probieren wir mal aus, ob wir das erkennen. So, bis dann gleich, ne? So, als erstes gehen wir hin und entfetten. Die ist entfettet, ich habe die vorhin entfettet, also die musste ich auch noch entfetten, weil ich da das Wilhelma drauf gehabt habe. So, dazu nehmen wir hier. Den habe ich jetzt im Moment öfters im Einsatz. Finde ich ganz gut. So. So, das kann auch ablüften, der Rest. So. So, ihr könnt ja mal schauen auf den Glanz, ob ihr da was erkennt. Das ist ja eigentlich gleich. Ich habe ja poliert. So, hier haben wir auch Handschuh bleibt kleben. Das ist immer ein gutes Indiz, dass da nichts mehr drauf ist. Okay. Ja, den Auftrag, den kennt ihr eigentlich. Ist ganz normal. Ich muss noch eben hierfür einen Schwamm holen. So, nehmen wir den hier. Der sieht schön aus. Der passt auch schön in die Dose. Ja, ihr könnt auch Mikrofaserschwämme nehmen, ist euch überlassen. So, okay, wir können jetzt eben hier rüber gehen. Also wir tragen das Waterblock Gloss. Ich sage jetzt da Gloss dabei dann immer. Ihr schaut mal die Farben für euer Auto, ne, was ihr habt. Passt alles dazu. Ja. Ja, okay. So, dann macht er die Dose auch hier mit den Nasen hier, die in dem Deckel sind, können da die gut eigentlich losmachen. So, halt mit dem Daumen eben ein bisschen fest. Dann fällt der Deckel auch nicht runter. Schau mal so, leicht türkis ist das. Kennt ihr vielleicht noch von meinen Videos? So. So. Ach, schon wieder fast zu so viel, ey. Streifen wir mal ein bisschen ab. So, jetzt im Kreuzstrich können wir das machen. Warte. Ja. So. Ja, das ist, boah, das müffelt richtig. Ich halte das mal von mir weg, ey, das stinkt. So. Also ich habe hinten die Garagentüre aufstehen, dass sie durchlüftet ist. So. Okay, das war's schon. Habe ich auch sehr dünn aufgetragen, lässt sich auch gut auftragen. Wie gesagt, vielleicht müsst ihr mit dem Auftragepad mal gucken, wo ihr mit besser klarkommt. So. Dann verschließen wir gut. Deckel drauf. So. Das lassen wir jetzt so mal ausruhen. So, wir gehen weiter rüber zum Super Splash. Wie gesagt, hier so schaut die Dose aus. Kennen wir. Ja. Auch hier schaut man die Farbskala hier. Ist für dunkle Lacke. Okay. Ich nehme auch den Schwamm dazu, der ist zwar nicht so ganz so optimal, aber ich benutze den jetzt mal einfach so. So, auch wieder ein Fingerruff. So. So schaut man hier. So schaut es aus. Das, wie gesagt, das ist leicht gelblich. Also ich sehe, ich rieche auch keinen Unterschied. Die riechen beide genauso streng. So. Ja, jetzt eben eintauchen. Machen wir eine Kle ja.
Ja, hier bei dem gelben Schwamm sieht man nicht so wirklich, wie viel hat man jetzt wirklich drauf. Dann würde ich auch so einen schwarzen eher nehmen. Dann seht ihr auch den Anteil, den ihr drauf habt. So, hier machen wir auch vollständig. Ja, ihr hört das schon. Richtig kratzendes Geräusch. Man merkt das auch von den Poren her, ist das schon ein bisschen gröber, deswegen, als wir hier bei dem Schwamm, der ist weicher, ne? Feinporiger. Hier, der ist das ziemlich richtig grobporig, deswegen hört sich das auch so schrecklich an. Ja. So, das hatte ich auch gestern bei dem Bildhammer. Da hatte ich auch einen anderen Schwamm, zwei verschiedene Schwämme. Und hier sieht man auch doch, dass man da, dass, als wenn man da mehr drauf getan hat als auf da, da sieht man nur eine leichte Schicht auf der anderen Seite. Also da merkt man schon hier, warten Sie. So, schaut mal hier an. Ja, es sieht so aus, als ob ich so viel drauf getan habe, aber das hat auch was mit dem Schwamm zu tun, ne? Hatte ich gestern auch beim Bildhammer. Und hier auf dieser Seite ist kaum sichtbar. Ich habe, das ist auch hier, denke ich da mal, mit abhängig, weil der grobporige nimmt mehr auf, weil du drückst mehr dann in den Poren rein von dem Schwamm. Ja, und dann hast du nachher ja, viel mehr drauf, ne? Okay. So, der Hersteller sagt, ja, 5 bis 10 Minuten. Und manche schreiben auch, wenn eine weiße Schicht sich gebildet hat, also den Fingerwischtest machen wir nachher. Aber wir machen jetzt bis, so, schaut mal hier die Daten. 1.25 Uhr, also 13.25 Uhr, wir haben heute 13, das stimmt hier nicht. 13,4 Grad haben wir hier drin und 96, ja, Bett. Ja, das hat damit zu tun, dass es draußen auch sehr viel regnet und deswegen haben wir mehr Feuchtigkeit und wir sehen uns dann in 10 Minuten, also 36, ja? So, da sind wir wieder. Ja, hier nochmal die Zeit. Ja, 10 Minuten, ja, 93%. Ja, wie gesagt, es regnet draußen nur. So, wir polieren jetzt die beiden aus, ne? Also, ja, schauen hier. Hier haben wir doch dicker drauf. Ja, das ist in Ordnung. Hier. Ja, hier ist so dünn drauf, ne? Also hier sieht man das schon. Ja, kann man runternehmen, ne? Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es nochmal 5 Minuten drauf. Wir gehen hin. Ja. Hier habe ich schön Lappen und dann. Ja, super. Kein Geschmiere, nichts. Ja, das ist schon alles. Also mehr gehe ich da nicht drüber. Also das reicht schon. Hier, oh, super glatt. Boah, ja. So, das gleiche machen wir jetzt auch hier. Ja. Hier haben wir, wie gesagt, komm mal rüber. So, hier haben wir ja was dicker, glaube ich, drauf. Ja. Ja, das ist wirklich Staubwischen. Ja. Das bremst leicht das Tuch, aber trotzdem kann man das richtig ohne. Das schmiert auch nicht. Das ist eigentlich schon richtig ausgehärtet. Also das könnt ihr jetzt so eigentlich abwischen. Ja. Schau mal, ich habe auch nicht mehr Kraft benötigt, so wirklich. Und wir haben top. Ich muss was gucken. Ah, das ist ein Ticken. Oh, das ist ein Ticken weicher, glatter. Ja, hier ist leicht, bremst es leicht. Ich merke das schon.
Ja, boah, das ist richtig weich. Also da ist schon der Unterschied, sehen wir hier, also merke ich, spüre ich jetzt zumindest. Und ja, weiß nicht, ob wir das mit dem Tuch mal eben demonstrieren können, ein bisschen. Ja, und hier. Aber ich merke das schon. Ja, doch, 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 das merkt man. Okay, ja, das war dann dazu. Und ja, ich wollte eigentlich jetzt nicht direkt mit dem Wassertest anfangen. So, hier haben wir mal die Uhrzeit. Hier habe ich jetzt mal den anderen Wecker. Ja, da haben wir hier das Datum: 21.10. Mittwoch, 13.01. Ja, ich würde gerne eine Stunde erstmal beruhen lassen, aber ich muss heute noch weg. Also wird das vielleicht erst heute Abend sein. Und somit kann das einige Stunden alles noch schön aushärten. Und dann machen wir unsere Wasserspiele. Okay, bis dann. Moin, liebe Leute. Ja, da sind wir wieder. Ja, ich habe es gestern Nachmittag nicht mehr geschafft. Ich wollte es ja eine Stunde aushärten lassen, beide Wachse, aber wie ihr seid. Am heute schon den 22.10. 9 Uhr, ja, gleich 45. Ja, er konnte schon mehrere Stunden, sag ich mal, aushärten. Ja, hier nochmal die Lackglätte. Die ist auf dieser Seite bei dem Waterblock Gloss super. Und dann habe ich hier die Streifen mal weggemacht. Und wenn man hier so mit dem Finger drüber geht, hier so, dann merkt man auch hier bremst es schon. Hier geht es weiter mit der Glätte. Aber die Glätte hier ist nicht so wirklich glatt oder weich wie hier. Also das fühlt sich weicher an. Ist zwar hier schön glatt, aber diese hier fühlt sich noch ein bisschen weicher an. Ja gut, wir machen jetzt mal den Bedingtest, ne? Wasser- oder Abwehrverhalten und das Sheeting, das Ablaufverhalten. Ja. So, dann machen wir jetzt hier das Beading, beziehungsweise Ablaufverhalten, Abwehrverhalten. Ja. Dann fangen wir mal hier mit der Druckflasche an. Stellt euch mal ein bisschen weiter zurück, dann könnt ihr das so ein bisschen sehen. Ich habe die Haube hinten etwas schräg hoch. Okay, fangen wir mal hier mit dem Waterblock Gloss an. Ach, schaut mal hier. Dann gehen wir rüber. Da haben wir die Streifen. Und hier haben wir das Super Splash. So, von den Tropfenformen sind die alle gleich, würde ich jetzt mal sagen, beide sehr identisch. Also da ist jetzt kein wirklicher krasser Unterschied, dass es hier runder ist oder da runder. Aber schaut mal hier, die ganzen feinen Perlen und dann hier. Also hier sind so die Abstände von den Perlen doch ein bisschen weiter auseinander, meine ich, oder? Schaut mal hier. Guck mal hier, was viel. So. Und hier, die Abstände ist ganz anders. Also das finde ich ist doch schon anders. Ne? Hier sind so mehrere. Oder sehe ich das verkehrt? Ich weiß es nicht. Vielleicht seht ihr das auf der anderen, auf der Kamera ein bisschen anders. Also hier live sehe ich doch schon was anderes. Leicht anderes, sag ich mal. Sind auf der gleichen Höhe und dann schaut mal hier. Ist gleich, ne? Schaut mal, die laufen schön ab. So, dann habe ich hier mal die Handflasche. Ich gehe näher ran. Schaut mal da. Hier. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch hier die schneller
abgehen hier. Also bei denen habe ich das Gefühl, dass sie hier eher drauf hängen bleiben auf der Haube. Ne? Schaut mal hier. Hier rennen die schnell runter, wenn die auf dieser Höhe sind. Aber hier bewegen die sich ein bisschen langsamer als hier. Ne? Okay. Wir machen jetzt ja die großen Wasserspiele, sag ich mal. Ja, ich habe die Haube draußen extra hingestellt. Heute ist es schön mild. Die Sonne, schaut mal, die ist heute mal rausgekommen und soll auch so bleiben erstmal. Und ich finde so vom Beading, Sheeting und so, finde ich das draußen besser, ne, zu sehen als in der Garage. Okay. Schaut mal hier, ich habe hier einen feineren Strahl. Und hier. Ja, da hat jetzt auch mal, schaut, vergleicht die mal. Also hier bleiben die schon eher drauf kleben auf der Haube als da. Ja. Ja. Also jetzt mit dem Schlauch, mit dem Druck, seht ihr das ganz gut. Die sind immer schön in Bewegung, die hauen direkt ab. Schaut mal. Und hier, das ist noch ein bisschen zögerlich, ne? Ja, schaut mal hier, wie viel hier drauf ist. Und da ist schon alles fast trocken, ne? Ja, das ist so der Unterschied, den man jetzt so ein bisschen ja, rauskristallisieren kann. Jetzt wissen wir auch hier auch von der Glätte, Lackglätte hier, habe ich ja gesagt, die ist weicher als hier. Ne? Und ja, da können wir mal sehen, jetzt mit dem Beading-Test, Ablaufverhalten, Abwehrverhalten, ja. Ja, ich würde mal sagen, das ist besser, das Waterblock Gloss. So, wir gehen jetzt mal mit dem fetten Strahl drüber. Oder? Ja. Ja, schaut mal hier. Hier bleibt alles noch drauf. Da ist schon alles. Guckt dir das mal an. Das läuft noch immer runter. Ist trocken fast. Ja. Also das ist schon der Unterschied erstmal. Ja, guck mal, hier bilden sich direkt schöne runde Tropfen. Und hier, ja, schaut mal. Also das ist doch schon krasser, ne? Okay. So, wir gehen jetzt mal in die Nahaufnahme, machen unsere schönen ja, Wasserspiele, lass mal ein bisschen Musik dabei laufen, lass mal Stimmung ein bisschen aufkommen. Okay.
So, ich hoffe, ihr habt ja jetzt langsam bei dem Wasserspiel so den Unterschied erkannt, dass wir doch hier, wir sehen es auch hier nochmal, hier voller Tropfen und hier bei dem Waterblock schon fast alles trocken ist. Also Waterblock passt hier zu dem Gloss ganz gut. Hier wird das Wasser richtig geblockt. Wir sehen auch, ich mal, ja, man kann jetzt, ich gehe euch mal näher ran hier. Jetzt die Tropfenform hier, ne? Kann man sich jetzt drum streiten, welche jetzt besser sind. Hier schaut mal, ziemlich, ja, nicht so runde dabei. Ja gut, wieder unten, hier oben, ne? Leicht, oha. Aber hier, ich glaube, die haben so einen besseren Winkel. Ich weiß es nicht, bei dem eher runder hier. Ja. Schaut mal hier. Ob wir da Unterschiede sehen. Ja, muss man genau hingucken. Aber auch hier so die einzelnen kleinen, ja, die haben hier so, die sind nicht so ganz so unrund, nicht so ganz so rund, die sind eher so, gehen leicht eine Abweichung. Aber hier haben wir eher, schaut mal hier, rundere Tropfen als hier, oder? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentarbox hinterlassen, was ihr so gesehen habt. Okay, ja, so, jetzt können wir, ja, wenn ihr wollt, können wir jetzt auch mal eine Handwäsche machen. Können wir ja mal gucken, ob es bei der Handwäsche Unterschiede gibt. Vielleicht gibt es hier eher einen Unterschied, sagen wir mal, weil der Kanauberanteil drin ist, dass der Kanauberanteil jetzt durch die Wäsche runtergeht. Aber wir kennen das. Ich habe da etwas über 2 Monate Standzeit mit erreicht am Auto. Okay, wir probieren das mal aus. So, ich habe hier mal das Cherry Kick angesetzt. Bauen Petzold-Handschuh. So, dann waschen wir. Ich gehe nur leicht drüber. Aus. Also ich sehe hier doch eine Schwäche, auch unrundere Tropfen so ein bisschen. Also hier kann man jetzt, wenn man so drauf schaut, hier doch die unrunderen Tropfen erkennen als da. Und wir haben auch beim Abspülen, schaut mal, mal wie deformiert die alle sind jetzt. Schaut mal. Ist doch schon erkennbar, dass das hier ein bisschen schlechter ausschaut. Wir können jetzt noch mal eine Runde. Schaut mal. Allein, wenn ich so rüberziehe, nach von links nach rechts. Schaut euch die Tropfen an. Also ist doch ein Unterschied, ne, zwischen den beiden. Also für mich im Allgemeinen ist ja schlechter, schneidet das ab als unser Waterblock Gloss. Ja, will ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber schön, dass es in Deutschland erhältlicher ist als das hier. Also würde ich euch erstmal hier zu empfehlen, sag ich mal. Ja,
Also hier ist noch schönstes Beading drauf. Wir können ja noch mal in Nahansicht gehen. Machen wir eben noch mal so einen Nebel. Schaut mal hier. Ja, guckt euch das mal an hier. Ja, schaut euch das mal an. Hier bleiben vielmehr weiterhin noch die Tropfen drauf, aber sind unrunder, ne? Und da schaut mal eben. So, schaut mal hier die schönen runden Tropfen noch an. Die Bahnen sind schön trocken hier. Schaut mal die Fläche an. Gehen wir hier drüber, guckt mal hier. Ja. Und hier, also die Fläche ist nicht so trocken. Die Bahnen sind, die Ablaufbahnen sind okay. Aber sonst, schaut mal hier. Okay. Wir können jetzt nochmal das Ablaufverhalten nehmen. So, schaut mal hier. Boah, guckt das mal an hier. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Also, das sieht, also da entsteht auch so wirklich kein Wasserfilm, ne? Schaut mal. Ja, schaut mal hier. Da, da, dann da. Ja, guckt euch das mal an, wie ab das geht hier. Und dann hier. Da, langweilig. Okay. Ja, wir kommen zum Fazit. So, liebe Leute, wir kommen zum Fazit. Ja, ich stehe hier ein bisschen seitlich, da bin ich näher an der Kamera ran, dann hört ihr mich besser. Jo, wir fangen hier an. Hier bei dem Super Splash, ja. Habe ich euch für euch besorgt. Ein Abonnent hat es ja sich mal gewünscht, dass im Vergleich zu dem Waterblock Gloss, was wir ja schon von mir aus kennen, was ich schon Videos von gemacht habe, also war damals schon Hammer. Und dann habe ich mal hier das, wie gesagt, besorgt und wo, ja, habe ich hier den Vergleich mal gemacht. Und wir haben leider erkannt, also ich zumindest, ich weiß nicht, was ihr so gesehen habt, dass es im Allgemeinen ja schlechter abgeschnitten hat. Also es fing ja schon an mit der Lackglätte, also das war doch so mein Gefühl, dass es war glatt, aber hier bei dem Gloss war es doch ja, weicher, fühlte sich das Ganze an, ne? Und dann haben wir das Beading gemacht, die schönen Wasserspiele, und dann konnten wir auch schon erkennen, hier blieben die Tropfen, die waren zwar schön rund und alles, aber die blieben so eher auf der Haube drauf kleben, hatten Schwierigkeiten, um wirklich schnell abzulaufen, im Gegensatz zu dem Gloss. Jetzt zu dem Waterblock Gloss, also das war hier beste Performance. Und wenn man so genau ins Detail reingeht mit den Wassertropfenformen, hatte ich auch so das Gefühl, dass das Waterblock Gloss hier besser performt. Also eher rundere Tropfen zeigt, und ja, vom Tropfenwinkel her besser ist als das Super Splash. Ja, das würde ich so mal sagen. Also die Wasserspiele haben wir gemacht, wir konnten das auch an den Wasserspielen sehen. Habe ich euch ja gezeigt, ne? Hier war die Fläche schön trocken und hier hatten wir so vereinzelte trockene Bahnen, aber sonst also hat es etwas schlechter abgeschnitten. Dann sind wir drüber gegangen. Mal schauen, was so der Belastungstest macht. Sind wir mit Shampoo drüber gegangen und dann haben wir hier ja schon weitere, ja, schlechtere Performance gesehen vom Super Splash. Und die Formen sind ja nicht mehr so wirklich rund, sind eher ins Flache gehen die. Und hier das Waterblock Gloss unbeeindruckt. Also ja. Das haben wir so als Unterschied gesehen. Ich bin ja zweimal drüber gegangen, extra nochmal. Aber das Waterblock Gloss stabil ohne Ende. Und hier schon knackt es ein beim Splash. Okay, wer andere Erfahrungen mit dem Super Splash gemacht hat, kann es gerne in die Infobox unten reinschreiben. Bei mir sieht es auf dieser Haube in diesem Test so aus, hat so abgeschnitten. Ihr wart ja live dabei, ich hatte genug Ablüftzeit,
ohne Ende, ne, bei beiden. Also, ja, woran kann das liegen, dass das Super Splash nicht so gut abgeschnitten hat, weiß ich nicht. Ja, ist voll synthetisch, keine Ahnung. Ich habe eher gedacht, hier mit dem Kanauberanteil von dem Gloss wird es dann bei der Wäsche schon ein bisschen schwächeln. Aber wir haben ja gesehen, war nicht so. Und ich habe es ja auch schon fast 3 Monate oder über 2 Monate drauf gehabt im Langzeittest. Verlinke ich euch nochmal, könnt ihr mal reinschauen. Und ja, dann kann ich mich jetzt so verabschieden. Ne? Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, abonniert mich. Ja. Und ich hoffe, ich habe den Abonnenten damit glücklich gemacht. Und ja, ist nicht zu Recht das Gloss das Beste oder was heißt, ist ja nicht umsonst hier das Gloss in Deutschland erhältlich, weil es vielleicht besser performt. Wer weiß. Okay, bis dann. Macht's gut.